Sie müssen auch nicht Arabisch oder Persisch lernen. Es genügt, wenn Sie darauf hören, wie Araber sprechen, wenn sie Deutsch sprechen. Wenn ein Araber spricht Deutsch, das ist eine harte Sprache, das ist eine harte, raue Sprache. Aber Persische ist weiche, freundliche, rasiere drinnen glatte, persische weiche. Arabische harte. Auch die Sprache an sich, das Schönste, was man einer Frau im Arabischen sagen kann, ich liebe dich, heißt auf Arabisch original Behebitsch. Ich kann es nur aus Österreich sagen, aber ganz viele Beziehungen zwischen jungen Österreicherinnen und jungen Arabern scheitern zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn sie sich bei Kerzenschein gegenüber sitzen und sie sagt, sag, dass du mich liebst. Und er sagt, ich liebe dich. Und sie sagt, nein, sag's auf Arabisch. Und er sagt, vertrau mir, ich liebe dich.